Videoimpuls kommt aus meinem Urlaub. Meine Ferienwohnung ist nur wenige Meter von hier entfernt. Und sie ist in der Straße zum Hussenstein. Ich werde euch jetzt auf eine Zeitreise mitnehmen, zurück in der Kirchengeschichte zum Anfang des 15. Jahrhunderts. Jan Hus, geboren so etwa 1370. Er war ein Theologe und Reformator. Auf ihn geht der Name dieser Straße zurück. Als Reformator hat er natürlich Reformen angeprangert und den Kirchenobern gegenüber sehr massiv. Abschaffung der Ausschweifungen des Klerus, Ablasshandel soll abgeschafft werden, die Reliquienverehrung, Heiligenverehrung und so weiter. Das alles hat dem Klerus natürlich nicht gefallen und so hat man ihn den Prozess gemacht. Hier in dieser Stadt auf einem Konzil, das von 1414 bis 1418 stattgefunden hat. Hier an dieser Stelle, wo dieser schwere Stein steht, deswegen auch Hussenstein, soll Jan Hus verbrannt worden sein. Und zwar im Juli 1415. Aus dem Feuer heraus soll er gerufen haben, jetzt bratet ihr eine Gans, Hus heißt Gans, aber nach mir wird ein Schwan kommen. Und diesen Schwan hat man gedeutet später auf Martin Luther hin. Deswegen wird Martin Luther auch sehr oft mit einem Schwan dargestellt. Die Verurteilung des Jan Hus als Ketzer fiel in eine Zeit, in der die weltliche Macht und die kirchliche Macht mit allen Mitteln um die Vorrangstellung kämpften. Wie die Peria, die vor uns jetzt zu sehen ist, Sahne. Sie bringt dies sehr gut zum Ausdruck. Sie hat zwei Männlein auf ihren Händen sitzen, links und rechts. Wir sehen es ganz gut jetzt. Links sitzt ein nacktes Männlein mit einer Krone, rechts ein nacktes Männlein mit der päpstlichen Tiara. Letztendlich bringt es zum Ausdruck, ihr seid eigentlich ganz kleine Männlein, die so sind wie du und ich. Das Einzige, was euch ausmacht, ist das, was ihr auf dem Kopf tragt, die Krone und die Tiara. Innerkirchlich sah es so aus, dass zu dieser Zeit drei Päpste existierten. Einer in Rom, in Avignon und in Pisa. Die weltliche Macht hat Druck gemacht und hat die drei Päpste sozusagen gezwungen, sich zu einem Konzil zusammenzufinden. Man hat sich entschieden, das Konzil hier abzuhalten, doch drüben im Konzilsgebäude. Und damit wird, glaube ich, auch klar, wo wir uns befinden, nämlich in Konstanz. Drei Punkte waren wichtig auf dem Konzil. Zum Ersten, dass das seit 1378 bestehende abendländische Schisma aufgehoben wird, dass die Einheit der Kirche wieder erkennbar ist, also es nur noch einen Papst geben soll. Zweitens, notwendige Reformen sollten besprochen werden, so wie sie Jan Hus ja auch verlangt hatte. Und drittens Fragen des Glaubens, das war die Frage sozusagen der Verkündigung und auch der Sakramentenlehre, sollten geklärt werden. Wenn wir so den Blick zurückwenden in die Kirchengeschichte auf den Anfang des 15. Jahrhunderts, dann kann man sagen, das, was damals aktuell war, ist heute auch noch aktuell. Man könnte zu jedem der drei Punkte, die hier besprochen werden sollten, einer ist dann nur wirklich umgesetzt worden, nämlich der erste Punkt hier auf dem Konzil, dass die drei Päpste abgesetzt wurden und man einen neuen Papst gewählt hat, Martin den Fünften. Die drei Punkte könnte man so übernehmen und ich will mich auf einen konzentrieren, das ist dieser zweite Punkt, dass die Kirche sich reformieren muss, dass auch hier Reformen gefordert wurden, so wie Jan Hus sie gefordert hat, so werden ja auch heute in unserer Kirche der Ruf nach Reform lauter und lauter. Und sie ist auch dringend notwendig. Im Rahmen der Initiative Maria 2.0 haben sich ehrenamtliche Frauen unserer Kirche in dieser Woche zusammengetan. Sie sind einen Streik getreten. Sie werden in der ganzen Woche jetzt
ihr Ehrenamt ruhen lassen. Sie fordern die Gleichstellung der Frau, sie fordern das Priesteramt, sie fordern, dass sie auf Augenhöhe betrachtet werden, sie fordern die Abschaffung des Zölibats, sie wollen alles dazu beitragen, dass der Machtmissbrauch ein Ende hat und der Machtmissbrauch, der letztendlich dann zu den Missbrauchsfällen geführt hat, dass diese schlimmen Dinge so nicht mehr passieren können. Und sie glauben, dass ein weibliches Element das auch mindern könnte. Man mag zu den einzelnen Punkten stehen, wie man will. Man muss auch nicht allem zustimmen. Aber diesen Frauen, die ja viele Jahre schon ehrenamtlich in unseren Kirchen tätig sind, müssen wir mit Respekt begegnen und auf Augenhöhe. Und sie haben das Recht, gehört zu werden. Mich hat imponiert ein Satz, ich glaube, ich habe ihn in der Pressemitteilung von Maria 2.0 gelesen. Dort heißt es, der Glaube und die Kirche, sie müssen wieder eine Einheit werden. Glaube und Kirche, sie gehören zusammen. Und das muss das Ziel sein, sozusagen, dass wir da hinkommen. Ein langer Weg, eine große Herausforderung für unsere Zukunft. Aber wer von uns wird dies nicht unterschreiben können?